Let's play The Long Dark, Schneesturm-Edition. Ich war gerade im... Wir machen einen Ausflug. Wir wohnen ja eigentlich jetzt woanders. Wir wohnen ja am Haushang, am See. Und ich bin aber... Ich habe diese Holzfällerhütten wiedergefunden, wo ich in der allerersten Folge mal war. Und von da suche ich jetzt gerade, wo wir ganz, ganz, ganz am Anfang mal waren, suche ich jetzt diesen Jäger-Außenposten da, diese Hütte. Aber ich muss gestehen, die ist doch nicht da, wo ich dachte. Also ich dachte, die wäre hier nur so durch. Aber hier ist irgendwie was ganz anderes. Und langsam wird es echt kalt. Ich dachte, die wäre hier links hoch gewesen. Egal, gucken wir mal, wo wir hinkommen. Da ist ein Schild, okay. Nee, wir sind doch richtig, wir sind doch richtig. Hier kommt jetzt nochmal so ein Kahlschlag. Und hier hinten müsste jetzt hoffentlich... Oh, das wird kalt, Hier hinten müsste jetzt gleich das Schild sein und darunter lag auch noch jemand. Hier ist die Rodungsfläche. Genau. Kalt, kalt, kalt. Ich habe jetzt auch bei den Holzfällern ein bisschen was zurückgelassen. Da ist das Schild. Krass, Orientierungsfranz. Das weiß ich auch nur, weil ich hier schon mal war. Beim allerersten Versuch, ne? Hier geht's um zu diesem Ausguck. Perfekt, dann verbringen wir da die Nacht. Boah, eine Down-Skijacke, geil. Wir haben zwar schon den Luxus-Parker, aber das schadet nicht. Okay, dann können wir jetzt auch... Wie kalt ist es? Ne, dann gehen wir langsam da hoch. Und sehen zu, dass das... Dass wir nicht so viel Kalorien verbrauchen, weil zu beißen haben wir nämlich nicht mehr so viel. Uiuiui, ist das kalt. Was denn hier? Kann man da rüberlaufen? Krass, ne? Hier waren wir in der allerersten Folge. Habe ich das hier gefunden. Da hatte ich noch gar keinen Dunst. Ich habe immer noch nicht viel Dunst. Ja, mal runter gucken, was da ist. Mit Höhen habe ich ja ein bisschen Angst neuerdings. Ist mir ja schon mal zum Verhängnis geworden. Eieieiei. So. Ich will nur gucken, ob hier irgendwas Spannendes ist, was man sich merken könnte. Jetzt hat auch der Sturm aufgehört. Oh! Das habe ich letztes Mal nicht gefunden. Stacys Traubenschorle. Ist hier jemand runtergefallen? Schokoriegel? Brandbeschleuniger? Ist nix. Oh Leute, ich habe Angst. Ich würde da gerne gucken, ob da jemand runtergefallen ist. Ich würde es den Entwicklern ja zutrauen. Okay, das kann man sich merken. Wenn man hier noch ein bisschen weitergeht. Also wenn man da einfach geradeaus weitergeht. Aber letztes Mal war es... Das war ja die Hunger-Pipi-Müde-Kalt-Folge. Da war ja alles. Da war alles schrecklich. Da war ja nichts schön. Aber außer das Spiel. Der Schnee ist auch so schön. Ist alles so schön. Je, hier streunt jetzt gleich irgendwie ein Bär rum oder so. Wir wissen ja zum Glück, dass da oben ein sicherer Unterschlupf für uns ist. Und dann schauen wir mal. Ist natürlich doof, wenn man hier einen Ausflug startet. Aber wir haben 3 Stunden Tageslicht. Okay, heute müssen wir nicht mehr weitergehen. Hier ist irgendwie ein Erdrutsch gewesen. Weiß ich noch, hatte ich letztes Mal auch schon Angst. So. Hier sieht man noch nichts. Da ist der erste Aussichtsturm. Hier waren letztes Mal auch noch so Krähenfedern. Suchen das jetzt erstmal ab, solange es da hell ist. Immer wenn ich einen Ausflug mache, ist Schneesturm. Und wenn ich dann gerade mal Ruhe habe und nichts machen will, ist kein Schneesturm mehr. Guten Tag. Was haben Sie für mich? Noch eine Down-Skijacke. Okay. Also, freut mich, aber mir wären Schuhe oder eine Thermohose oder eine lange Unterhose. Die gibt's auch. Sowas bräuchten wir noch. Das wäre richtig geil. Vielleicht hat ja der Förster sowas in seinem Aussichtsturm gelassen. Schauen wir mal, was im Aussichtsturm ist. Lü. Mal einmal im Kreis laufen. Ah, hier kann man auch mal die Aussicht genießen. Was haben wir denn hier so? Schnee. Schnee. Noch mehr Schnee. Noch mehr Schnee. Ich hab die Tür verloren. Hallo, Tür. Hä, die war doch hier gerade noch. Hä? Da. Ach so, das muss ja hier gar nicht laden. Cool. Okay, was haben wir hier alles? Ein Regal. Ein Erste-Hilfe-Set. Schmerzmittel, super. Energieriegel, super. Wasserreinigungstabletten. Oh, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Hier in dem... Ja! Gewehrpatrone. Das ist ein Wolf weniger in dieser Welt. So, was haben wir? Zedernholz, Zeitung.
Radio geht nicht, was ein Wunder. Noch ein Beil. Okay. Buch, Trockenfleisch, Giersiche, Dosenöffner. Alles cooler Kram. Haben wir nur alles schon, ist aber überhaupt kein Problem. Ihr hätte, kann ja vielleicht auch noch ein Gewehr sein, das weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Wir haben schon zwei. Wo habe ich denn das zweite eigentlich hingetan? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Eieiei, wo habe ich denn das zweite Gewehr? In der Jagdhütte, ne? Oder? Ja, genau. Okay, also hier haben wir jetzt ja natürlich erstmal, das nehmen wir jetzt auseinander hier. 2 Stunden Tageslicht. Können uns jetzt noch was zu trinken kochen. Dann können wir mal gucken, was wir noch so gefunden haben. Und dann können wir eigentlich auch nochmal wieder pennen, ne? Dann geht's uns ja echt schon wieder gut. Feuer machen dauert echt immer tausend lange, ne? So, ich muss mir gerade was zu trinken einschütten. Im echten Leben. So. Okay, ach, es hat nicht geklappt. Oh, dann kann ich jetzt ja auch wenigstens was trinken. Ha! Dabei sind wir doch solche Feuermachmaschinen. Ups, Verzeihung, ich habe gegen meinen Popschutz gehauen. Während ich an einem thailändischen Riechstift riechen möchte. In Thailand benutzt jeder Taxifahrer, ich weiß nicht, ob das professionsbedingt ist, die haben immer solche, die sehen aus wie Labellos, die sich in die Nase stecken oder unter die Nase halten, um daran zu riechen. Das habe ich mir dann irgendwie, als ich letztes Mal irgendwie da war, habe ich mir so einen Stift gekauft und das ist so ein ätherisches Ölzeug. Da kann man halt so dran riechen. Ich finde das total super. Macht wahrscheinlich auch latent abhängig. Aber ich finde es cool. Komm, wir verbrennen das Buch, das ist viel zu schwer. Noch eine Rutsche Zedernholz, so. Ja, wir haben bestimmt auch Hunger, ne? Komm, dann machen wir uns doch jetzt hier die Pfirsiche warm. Wer macht denn eigentlich auch Pfirsiche warm? Oh, die werden jetzt schön noch gekocht. Dann ist uns schön warm und satt ist uns auch. Gucken wir mal, wo sind denn hier die Spitzenpfirsiche? Kalt, heiß und geöffnet. Lecker, lecker. So. Wie viel müssen wir denn noch in uns reinschütten? Oh, wir sind etwas hungrig. Essen wir doch erstmal so einen Energieriegel, oder? Und hier das alte Beef Jerky. Kaffee lieber nicht, ne? Aber wir kochen uns noch ein bisschen Wasser ab, solange das Feuer hier brennt. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange angemacht habe. Na, egal. Im Staudamm gab es, im Staudamm konnte man auch nicht kochen, ne? Ne, nicht Wasser reinigen, Wasser kochen. Oh, ich hoffe, das reicht von der Zeit. Ja doch, Wasser kochen geht ja zügig. Außerdem kriegt Johnny ja heute Nacht bestimmt wieder Hunger. Nee, wie heißt das andere Hunger? Das mit Wasser? Durst kriegt er. So, dann hauen wir uns jetzt wieder 10 Stündchen hin. Ich krieg Routine langsam, ne? Es gibt langsam... Man weiß, wie der Hase im Rettich springt. Oder läuft, wie ihr wollt. Okay. Ich habe die Folge so getaktet, ich krieg gleich Besuch im echten Leben. Ich hoffe, der klingelt mich nicht aus der Folge. Das wäre ja ein Skandal. Wir leben seit 9 Tagen und 14 Stunden. Lasst euch das bitte mal auf euren Zungen zergehen. Was für geile Schlümpfe wir sind. So, ich habe aber auch wieder ganz viel Kram gefunden. Den müssen wir hier jetzt erstmal wieder irgendwo hinpacken. Den wir gar nicht mitnehmen wollen, oder? Ja, wir müssen ein bisschen Wasser hier lassen. Das, was ich jetzt alles gekocht habe, ich Trottel. Egal. Und wir lassen auch ein Beil hier. Das können wir nicht mit rumschleppen. Und das Altholz und... Achso, ich wollte noch gucken, was die Daunenskijacke kann. Genau, ach, das wollte ich ja noch machen. Das hatte ich ja noch gesagt. Aber dann sind wir schlafen gegangen. 1709. Nee, okay. Kann da längst nicht mithalten. Jetzt brümmeln wir jetzt alles hier in den Erste-Hilfe-Koffer. So. Okay, der ist voll. Aber eigentlich merkt sich das Spiel, wenn man was irgendwo reintut, ne? Dann schmeiße ich jetzt hier keine wertvollen Sachen hin, aber... Das Altholz lege ich hier mal hin. Brennt nicht gut, riecht dafür aber lange. Riecht dafür lange, genau. Okay. Ja, falls wir hier nochmal wieder hinkommen, ne? Wie viel haben wir jetzt? 27 von 30, okay. Leute, ich höre keinen Sturm. Tolle Tür.
Jetzt. So. Perfekt. Frühmorgens, wir brechen auf zum Staudamm. Das wird mega. Wir schaffen es jetzt zum Staudamm. Wir schaffen es diese Folge zum Staudamm, bevor mein Besuch kommt, okay? Okay? Wir schaffen das. Merkt ihr, wie ich mich motiviere? Oh, wir müssen das trinken. Das habe ich vergessen. Gut, dass wir das Wasser da gelassen haben. Und wir brauchen ein paar Kalorien. Zweiten Dosenöffner habe ich jetzt sicher jetzt aber auch mitgenommen. Egal. Haben wir noch genug zu beißen für unterwegs? Komm, Tafel Schoki rein. Wir machen das alles draußen, damit uns dabei kälter wird. Wir sind Survival-Profis. Egal. So, go, go, go. Hier geht's gar nicht runter. Go, 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 andere Richtung. Abrücken. So. Ich muss halt ja auch irgendwo schlafen. Ich habe gerade ein Glas Wasser in der Hand. So. Wir müssen ja auch schlafen, damit gespeichert wird, ne? Zuletzt ist jetzt da oben in der Hütte gespeichert, glaube ich. Weil wir da gepennt haben. Jetzt müssen wir irgendwie clever den Damm finden. Eigentlich müssen wir von dem Turm, wir müssen über diesen Schlag drüber und da müssen wir die Bahnschienen finden. Das ist jetzt unsere Hauptorientierung. Würde ich jetzt mal sagen. Da hinten lag noch der Rucksack. Das hier wäre zum Beispiel auch eine total dämliche Homebase. Aber wir haben ein Beil hier gelassen, ne? Okay, das muss ich mir mal merken. Was hätte ich auch mitnehmen können? Ich Trottel. Na, egal. Also wir haben noch ein Gewehr in der einen Hütte. Wir haben ganz viel Stoff. Das muss ich mir mal aufschreiben. Warte mal. Nehmen wir mal hier. So, nebenbei laufen wir ein bisschen weiter. Wir haben Stoff bei den Holzfällern. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Dann haben wir Beil im Turm. Und ein Gewehr. Ich spreche jetzt so halb an meinem Popschutz vorbei. Oh, so. Und ein Gewehr haben wir beim Jäger. Okay. Ich kenne mich doch. Ich vergesse doch sowas. So, wir laufen jetzt von hier straight einfach in die Richtung. Obwohl, da sind wir mal hergekommen, ne? Hm, hinten ist ja eine Straße. Ja, irgendwie wieder zu den Schienen. Wie sind wir denn gelaufen? Ich meine, es müsste in die Richtung sein hier. Und da sind wir ja beim allerersten Mal gekommen. Da war ja nix, oder? Oder doch? Oh, shit! Es ist ja unglaublich kalt. Oh, krass. Ich dachte, es ist so schön windstill, weil es noch so früh morgens ist, ne? Unangenehm. Dann müssen wir gleich schon wieder eine Pause machen. Oh, hier die eine Patrone, die wir gefunden haben. Sind wir wieder bei 5 Schuss. Sehr cool. Okay. Irgendwie müssten wir in der Richtung aber... Also, Stöcker haben wir wirklich genug dabei. Ich höre jetzt mal auf, Stöcker zu sammeln. Wir müssen ja irgendwie zu den Bahnschienen kommen eigentlich, oder? Meine ja. Kalt? Nee, er ist noch müde. Wo geht's hier hin? Toll, mein Besuch, der gleich kommt, der Trollo, hatte jetzt nichts Besseres zu tun, als mir eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken. Wow, die kann ich jetzt natürlich hören. Dann könnt ihr die auch hören. Das ist ja Quatsch. So, jetzt bin ich hier den Berg hochgelaufen wie ein Idiot, weil ich die Nachricht lesen musste. Oh, uns ist kalt. Uiuiuiui. Ist hier irgendwas oder müssen wir ein Feuer machen? Hier ist nichts. Wir machen hier ein Feuer. Das hat keinen Sinn. Falscher Knopf. Sehr gut. Ich hoffe, das klappt so, wie es soll. Und ich hoffe, es kommt kein Schneesturm in der Zeit. Aber da sind wir ja schon Profis jetzt, ne? Hier ist jetzt auch plötzlich nicht mehr kalt. Aber wir müssen uns ja erstmal aufwärmen. Schon sinnvoll. Sehr gut. Wasser brauchen wir nicht. Ich will ungefähr eine Stunde. Mein Plan ist, ich ralle das echt nicht mehr mit der Taste. Einen Schlafsack daneben zu legen und jetzt einfach eine Stunde zu chillen.
hoffe, ich habe jetzt das alles so schnell gemacht. Ich hoffe, dass das geht. Ja, zack. Ach krass, das geht nach 35 Minuten. Müssen wir noch irgendwas? Wir haben Hunger bestimmt, ne? Würde ich sagen, wir machen uns hier, wo wir gerade da sind. Machen wir uns einfach gerade noch das Schweinefleisch mit Bohnen. Ballern uns das heiß rein. Das hat ja dann auch noch diesen... den Buff. Das Feuer wird nicht weniger. Doch. Okay, Kochen scheint echt nicht so viel Zeit in Anspruch zu nehmen. So. Wo seid ihr? Wo ist das heiße Schweinefleisch? Heißes Fleisch, da. Heiß und geöffnet. Lecker, lecker. Und dann machen wir uns auch direkt einfach noch einen Kaffee. Er peitscht uns nach vorne auf dem Weg zum Staudamm. So. Schöne Tasse Kaffee. Lecker, lecker. 100 Kalorien hat so ein Kaffee. Ist auch gelogen, wenn da keine Milch drin ist oder so. Meines Wissens Kaffee keine Kalorien. Also nicht 100 auf jeden Fall. Hm. Da hinten war jetzt ja zuletzt mal gespeichert. Wo laufen wir denn hier rum eigentlich? Ach, Stöcker brauche ich doch gar nicht. Ach doch, ich habe ja ganz viele verbrannt eben. Aber ich habe noch über 10. Aber ein paar kann ich ja noch mitnehmen, falls wir nochmal hier so einen Stop machen müssen. Wie viel Hunger haben wir denn jetzt? Ah, das geht. Cool. Ich hoffe, dass da hinten jetzt gleich einfach die Bahnschienen kommen oder einfach direkt der Staudamm. Ich weiß nicht, ob ihr schon eine bessere Karte im Kopf habt als ich. Ich nicht. Was sieht hier immer nach einem Geheimnis aus, ne? Sind wir hier gestartet? Wir sind hier ursprünglich gestartet mal, ne? Das war hier. Bin ich aber gespannt, wo man hinkommt, wenn man hier... Ah, nein, hier kann man nicht hoch. Tolle Wurst. Okay, dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Da wollte ich doch genau nicht hin. So, sind hier jetzt vielleicht Bahnschienen? Hallo, Bahnschienen! Naja, man kann hier einfach nirgendwo hin. Toll! Kann man sich da durchzwängen? Nein. Toll! Schön verlaufen. Boah, Orientierungsfranz at his best. Cool, kommen wir gleich wieder an unserem Feuerchen vorbei. Das ist ja super. Ich habe auch ein bisschen Angst. Was war jetzt? Hä? Wieso habe ich mir denn jetzt hier das Handgelenk verstaucht? Ich habe nichts gemacht. Nichts. Okay, aber das geht auch von alleine wieder weg. Ich kann keine Waffen halten, ja toll. Okay, scheinbar darf man nicht zu schnell an so einem Hang runterschlingeln. Sonst explodiert alles und das Handgelenk ist verstaucht. Ich bin aber auch nicht so schlau, dass ich hier oben drauf rumkletter, ne? Ich suche halt einen kürzeren Weg. Ah, hier geht's durch. Okay, jetzt hier ein bisschen vorsichtiger, scheinbar verstaucht. Der ist wahrscheinlich ausgerutscht und hat sich dabei das Handgelenk verstaucht. Toll. Wie kalt ist uns? Ach, alles super. Alles super, liebe Folgen und Folgen. Sind wir wieder hier unten? Hä? Schiat. Hier ist wieder dieses alte Camp. Okay, da müssen wir da komplett rüber. Ah! Oh nein, nicht auch noch ein... Wir können keine Waffe halten. Oh nein! Lass mich! Lass mich! Ich... Oh nein! Oh nein! Oh! Super gut. Wir verbrennen jetzt erstmal schön Kalorien, liebe Freunde. Hat er aufgegeben? Da kommt er. Oh nein. Okay, gegen den müssen wir kämpfen. Wir können aber... Oh, wir können keine Waffe halten. Das heißt, wir können auch kein Messer halten wahrscheinlich, ne? Toll. Okay, wir stellen uns ihm. Komm her. So! Okay, wir haben eine kleine Platzwunde. Und er hat irgendwas von unserer Kleidung kaputt gemacht. Das geht aber alles noch klar. Heieiei, okay. Okay, Platzwunde macht halt schon einmal Schaden. Der wird jetzt da oben verenden.
Das ist okay. Da müssen wir jetzt durch. Wir verlieren jetzt nicht massiv Energie oder so. Tja, aber Leute, die Folge ist zu Ende. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns jetzt hier erstmal ein kleines Camp, wo wir 2 Stunden chillen. Ich hoffe, der Wolf kommt nicht wieder. Nächste Folge suchen wir dann den Staudamm. Hier ist doch eine schöne Ecke. So, richtige Taste gedrückt. Erstes Mal. Hm, da muss es hin. Dann schlafen wir 2 Stunden und dann ist unser Handgelenk auch wieder okay. Also mit so einem Messer kann man sich im Nahkampf gegen so einen Wolf ganz gut behaupten, ne? Der macht ein bisschen Klamotten kaputt. Aber das war ja soweit okay, ne? Und meine Idee ist, dass der, weil ich jetzt ja wie gesagt Besuch kriege. Der braucht aber noch ein bisschen. Meine Hoffnung ist ja, mich wieder verdödelt in dem, was ich erzählen wollte. Oh, wir schlafen direkt im Feuer. Ah nein, ich muss erstmal was ins Feuer reinschmeißen. Oh nein, was habe ich da jetzt reingeschmissen? Irgendwas viel zu Gutes. Hm, egal. Wie lange hältst du? Okay, wir schlafen 2 Stunden. Das sollte reichen, um unser Handgelenk wieder fit zu machen. Wie die ganze Geschichte weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Hier passiert immer was, weißt du? Man denkt, alles ist cool. Und dann plötzlich, kaboom, kabam, explodiert alles. Wie immer, vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich, ne?